Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit einem kurzen, fixen Unboxing vom PC-Controller, den ich mir geholt habe bei Amazon. Den werden wir auch gleich anschließen. Aber vorher, ich hatte ja im Odin mal shoppen schon mal gezeigt kurz. Aber vorher werden wir den nochmal kurz komplett unboxen. Achso, ich habe falsch rum aufgemacht. Okay. Gut. Ach, hier drunter sind auch ein Heft und Kabelei. Na komm hier. So. Und das war doch schon. Die Verpackung ist leer. Und da haben wir jetzt hier einmal ein USB-Kabel. Da werden wir auch mal gleich wegen Länge gucken. Fragen ja immer viele nach. So. Ach ne, der ist fast 80. Also mein Tisch ist 80 cm, da fehlt nicht mehr viel. Ich mache mal hier von Kabel zu Kabel. Da seht ihr ja hier hinten. Das ist halt oh, so viel, was fehlt. Hat eine schöne Länge. Ich habe ja sowieso meinen USB-Verteiler oben unterm Bildschirm. Also von daher passt das super. Ich brauche nicht mal eigentlich so lang, aber gut, wenn man den PC jetzt natürlich unterm Tisch hat und obwohl braucht man ja auch nicht, weil das ist ja Funk, das ist ja nur zum Laden, aber wenn es halt mal zum Laden ist der. Und dann haben wir hier hinten, ja, das Heft brauchen wir uns jetzt nicht großartig angucken, jeder weiß, was ein Controller ist, wir gucken uns das einfach nur mal an, die Schultertasten und so. Haben einen schönen Druckpunkt. Der ist jetzt so im Xbox-Controller-Style. Die haben halt mehrere. Ich habe mir den ausgesucht, weil wegen den Analog-Sticks. Das ist jetzt ein bisschen wie PS3 damals mit der Wölbung. Aber haben einen schönen, den schön griffig. Aber die anderen Modelle, die sie hatten, schwarz-rot hat mir auch gefallen vom optischen, bloß da waren die Beine vertauscht. Und ich möchte halt schon oben ein Steuerkreuz haben und dann die Analog-Sticks unten, so wie ich es vom PlayStation gewöhnt bin. So möchte ich es am PC auch haben. LB, LT, RT, B, RT. Und die Tasten heißen auch X, Y, B, A. Also wie bei der Xbox eigentlich. Da haben wir ein Haus. Ich denke mal, das ist anmachen. Der ist jetzt auch nicht voll geladen, sonst würde hier irgendwo was leuchten. Ah, da unten. Da versucht er jetzt zu verbinden. Geht natürlich nicht, weil es ist nichts da zum Verbinden. Dann haben wir Start. Und Select haben wir auf der anderen Seite. Und hier halt A, B, X und Y. Und da das Steuerkreuz und da die Analogsticks. Zeige ich euch nochmal so, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier ist er zum Laden. Und hier sind die Schultertasten. Die unteren haben einen schönen Druckpunkt. Haben auch Widerstand. Die oberen, finde ich, gehen ein bisschen leicht und nicht viel rein. Hört sich auch scheiße an, nicht viel rein. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Also nicht viel Spiel. Das müsste ich jetzt erstmal beim Spielen sehen, inwiefern weit das gut ist oder schlecht ist. Da kann ich jetzt so noch nichts zu sagen. Aber so haben die, und die unteren haben einen richtig schönen Druckpunkt. Die oberen ein bisschen leicht. Die Knöpfe haben auch einen schönen Druckpunkt. Das Steuerkreuz ist ja teilweise hart, teilweise leicht. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das schlägt. Select und Start geht. R3 und L3 gehen gut.
Rausziehen kann man sie nicht, wie beim PS3-Controller. Aber die sind gut, die haben auch schön Widerstand. R3 und L3. Also die nicht so butterweich, wo man da rum. Nee, die haben schön angenehmen Widerstand. Also wie er sich jetzt im Großen und Ganzen schlägt, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Achso, wir haben ja dann noch den hier. Das werden wir gleich mal sehen, wie er sich verhält mit dem ersten Mal anschließen. Indem ich das einfach mal reinstecken werde und dann werden wir gucken, ob er den gleich findet, ob er das gleich annimmt, ob er da noch irgendein Programm runterladet oder so zum Einstellen oder so. Wir gucken dann auch nochmal in die Anleitung, ob er da mir irgendwas sagt. Italiano, Englisch, Deutsch. Nö, das ist auch nur Button-Test. Benutzer. Hier steht ohne Strände, hier sind nur nochmal die Knöpfe abgebildet, die LED ist erklärt. Dann das PC-Programm Button-Test, also wo man Controller gehen kann, Gerätesteuerung, Geräte, Blasels und dann die Buttons alle testen kann. Das werden wir dann auch mal machen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden für das Unboxing. Gleich sehen wir uns am PC wieder, wo wir das einfach mal anschließen werden und gucken, wie er sich verhält. Dann wünsche ich euch hier schon mal, nee, nicht wünsche ich. Ich sage Ahoi, sagt euer Odin und ein Däumchen wäre ein Träumchen nicht und Glocke nicht vergessen. Sorry, es ist früh und ich bin, ja ich weiß, es heißt früh. Und ich bin noch nicht ganz fit, ich bin schon unterwegs gewesen, aber ein bisschen schlaucht. So, wir sehen uns gleich am PC wieder im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.